Hallo Baumeister, in der Welt des antiken Roms, Domus waren wohlhabende römische... Gott sei mit dir. ...Häuser. Warum? Keine Ahnung, das weiß Queen nur Queen2 Gaming, danke für den Follow. Ich folge dir auf YouTube und fand dich bei dem Raft-Gameplay sehr mega. Lass dir auf beiden Kanälen ein Follow da. Gruß, Queen. Vielen Dank. Ehre geht raus. So, hallo Baumeister. In der Welt des antiken Roms, Domus, waren wohlhabende römische Häuser mit Innengärten, Sonnen... Was? Sogenannten... Sonnen, Alter, ich kann nicht mehr lesen. Sogenannten Peristylen? Diese Innenhöfe mit Kolonnaden, Pflanzen und Brunnen boten den Bewohnern Ruhe und Privatsphäre und schufen einen harmonischen Raum zum Entspannen. Boah, wir sind ja zum Entspannen hier, ne? Bauen Sie die Schalung gemäß Bauplan auf. Ich will jetzt wissen, wo Andorra liegt. Ne, guck doch bei Google, Mann. Andy, was hattest du in Geografie? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich Geografie wirklich hatte. Bei uns hieß das noch Erdkunde. Und ich war schlecht. Ich war... Pass auf. Ich sag euch jetzt auch, warum ich so schlecht war. Als ich jung war, war die Lehrerin schuld. Und als ich älter wurde, wusste ich, ich hab's komplett verkackt. Als so Erdkunde in der Schule richtig in war bei mir, habe ich meine Erdkundearbeiten nicht mal meinen Namen draufgeschrieben und vor der Lehrerin in den Müll geschmissen. Weil ich zu dem Zeitraum schon psychisch ganz schön kaputt war, wegen übelster Kindheit und so eine Scheiße, es damals aber noch nicht wusste. Deswegen bin ich in sowas super schlecht. Ich hab's irgendwo selbst verkackt. Aus Trotz, aus... Ich war doof. Dachte, ich bin der Coole, wenn ich aufmüpfig bin und so. So. Ja. Also, um wirklich mal ehrlich zu sein und jetzt hier nicht irgendwie dumm rumzureden. Da fing meine Trotzphase an. Und das war nicht nur Erdkunde, das war Mathe, Physik, Erdkunde, Biologie, glaube ich so. Die Fächer habe ich komplett meine Arbeiten, ohne überhaupt was reinzuschreiben, abgegeben teilweise. So. Andorra ist ein Zwergstaat zwischen Frankreich und Spanien. War in Geo ganz gut, nur in Physik und Chemie nicht. Ey, Physik und Chemie habe ich auch gehasst. Und da ist immer noch das Witzige, Sophie kann das bestätigen. Ich habe ja mit Sophie, also der guten Frau Thies hier, ne, zusammengearbeitet als Optiker. Und gegen Abschluss meiner Schule waren meine schlechtesten Fächer Physik, Chemie, Mathe und ich glaube Erdkunde. Alles fast eine 5. Ich habe gerade eben den Hauptschulabschluss geschafft, weil, ja, war halt nicht gut. Ich glaube, wenn ich früher psychiatrische Hilfe gehabt hätte und gewusst hätte, was das so für Auswirkungen hat, meine Kindheit, wäre mir, glaube ich, viel geholfen worden. Aber egal. Hören wir jetzt auf mit rumheulen. Ich habe es halt verkackt. Und als ich gesundheitlich umschulen musste, habe ich mir den Optikerbesuch ausgesucht. Und dann kam ich in die Schule bei der Umschulung und dann hieß es, ja, du hast jetzt die und die Fächer. Deine Hauptfächer sind Mathe, Physik, Chemie. Und ich dachte, fuck, nicht dein Ernst, Digga.
Oh nee, ne? Und ich hatte richtig Schiss. Ich wollte schon abbrechen wieder, weil ich mir dachte, ey, das waren die Fächer, wo du in der Schule überhaupt nicht mit klargekommen bist. Ja. Aber ich hab's irgendwie durchgezogen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Ja, genau. Sophie, du schreibst es. Und was braucht man am meisten? Mathe und Physik. Es war der Horror. Echt, wirklich. Aber ich war natürlich da schon in einem gewissen Alter. Hatte zwar immer noch nicht meine eigentlich schon lange hätte da sein müssen. Wie heißt das? Therapie hatte ich da zwar immer noch nicht, aber ich war halt ein bisschen älter und wusste halt so ein bisschen, worum es geht. Dementsprechend habe ich mich natürlich zusammengerafft und zusammengerissen und die scheiß Ausbildung natürlich durchgezogen. Was hart war, aber ich fand es auch interessant. Da ich nun mal selber auch Brillenträger war seit meiner Kindheit, fand ich es interessant, durch diese Ausbildung zu erfahren, warum ich nicht gucken kann. Was steckt dahinter und so. Und das, ja. Es ist so krass. Wie hoch soll denn die Scheiße? Und das ist nur eine Verschalung, oder? Bauen Sie die Schalung gemäß Bauplan auf. Ja, das ist nur eine Schalung. Ja, leckt mich im Arsch. Gesichtsältester im Stream auf jeden Fall, okay. Chemie hatte ich nicht in der Berufsschule. Was? Warum hattest du keine Chemie in der Berufsschule? Ah, doch, weiß ich. Ich weiß warum. Ja, ich weiß, dass mein Lehrer in der Umschulung, der war Optikermeister auch, und der hat gesagt, dass er uns auch schon, oder dass hier in der Umschulung auch ein bisschen was beigebracht wird, was du nachher eher in der Meisterschule brauchst. Also die bereiten einen in der Schule, wo ich war, in der Umschulung so auf beides vor. So ein bisschen. Deswegen hatten wir, glaube ich, auch viel Chemie. Wo es dann halt um die ganzen Sachen geht. Ne? Die ganzen Materialien, die wir verbauen und bei Acetat und so, ne? Den ganzen Quark ging das ja viel. Ja. Das fällt mir dazu noch ein. Das hatte er damals erzählt. Physik finde ich doof. Ja, finde ich nur Sinn. Man unterrichtet keiner aus meiner Schulzeit wie Wissenschaftler oder Chemiker. Ja, gut. Deswegen sind chemische Grundkenntnisse jetzt ja nicht blöd, nur weil keiner von euch Wissenschaftler wurde. Man kann sich da viel in der Welt mit erklären. Also gerade Physik. Man kann zum Beispiel Vollpfosten, die der Meinung sind, es gibt keine Erderwärmung und so ein Kram, auch mit Physik ein bisschen gegenargumentieren. Gott, ich kann ich habe jetzt wieder das Problem, ich kann nicht alles, ne? Ich kann hier nicht bauen und viel mit euch reden. Natürlich sind andere Themen wichtiger, wie du schon sagst. Ramrod, allgemein ist bei uns in Deutschland vielleicht erstmal wichtig, dass wir wieder ein richtiges geiles Bildungssystem bekommen.
Leben sollte ein Fach sein. Was beachte ich bei der Wohnungssuche? Wie sollte ich mich versichern? Etc. Ja, gebe ich dir sogar recht. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Viele kriegen ja heutzutage nicht mal das hin. Das Einzige, was sie hinkriegen, ist irgendwelche Verschwörungstheorien lesen auf TikTok. Great! Sand ist noch nicht mal raus. So, ich brauche noch mehr Verschalung. 19, ich habe nur noch 19, brauche aber 40. Aber das ist ja nicht schlimm. Dann hattest du auch Chemie. Das Werkstoffkunde. Ja, genau, Werkstoffkunde. Also, wir haben mit Chemie angefangen und gingen dann eher in die Werkstoffkunde auch rüber. Ne? Aber wir haben erstmal so Grundkenntnisse für Physik nochmal auch durchgenommen, um darauf aufzubauen und auch weiter hinaus. So war das bei mir damals, ja. So, Liefer-Sensei kommt natürlich auch nach Italien. Oder auch nicht. Er kommt sogar mit einer Kutsche und ein Pferd. Und das Pferd hört sich so unecht an. Als hätte ein Mensch... Oh, das ist nicht Liefer-Sensei. Das ist gar nicht Liefer-Sensei. Aber der sieht auch nicht aus wie ein römischer Soldat. Der sieht irgendwie aus wie aus dem Mittelalter. Die sind in Italien nicht so weit. Na, da kommen sie jetzt wieder mit Karren um die Ecke. Das liegt wahrscheinlich, dass die Regierung in Italien zurecht geworden ist. Na, okay. So, Fehler im Bild allgemeiner Kindheit. Ich übernehme. Ja, Bildungssystem ist echt übel. So, was soll ich? Was? Also. Hä? Legen Sie kleine Steine und Wasser hinein. Warte mal. Ja, so, zack. Nochmal. Gegenstand aufheben, jetzt brauchen wir Wasser. Nochmal. Und kleine Steine. Alter, was ist denn jetzt los? So, gehen Sie zum vorgesehenen Ort und mischen Sie Wasser und Steine mit... Ja, okay, hab ich ja. Dann hier rein. In die Schalung natürlich, meine Güte. Was mache ich denn da? Aber warum darf ich das nicht reinkippen? Geben Sie Eimer mit der Mischung in die Schalung. Ja, würde ich ja gerne, aber macht er ja nicht. Er sagt jetzt nicht, ich kann das hier irgendwie reingeben. Ach doch, okay, gedrückt halten. Ich muss mir hier einen abwichsen. Alter, wie sieht das denn aus? Geiler Eimer. Oh, der Eimer ist so geil. Oh, ist das geil. Ist da Entschuldigung. So, das haben wir. Bauen. Okay.
Ich muss den, ups, den Mann mit dem Pferd rufen. Also, 16 davon. 32 davon. Und 4 von den anderen da. Guck mal, hier kommt es auch noch raus. Geil. Ja, ist ja gut. Falsches Material. Das wird pompös hier, oder? So. Grab! Wahnsinn! 194 von den anderen Dingern, alter Verwalter. Okay, mehr kann er erstmal nicht bringen. Oh, Queen, das kann ich dir gar nicht sagen. Wie weit das Game hier schon ist. Ich glaube, es ist noch im Early, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Muss mich gleich am Ende nochmal fragen, dann kann ich nochmal gucken. Wenn wir hier durch sind.